Kompromiss ist ein politischer Kompromiss, wie schon die sogenannte Sanierung einer war. Und die Frage, die Herr Heimann aufgeworfen ist, kann sich Basel die PK leisten, ist beantwortet. Nein, sie kann sich nicht leisten. Das wird ja sogar an und für sich von dieser Seite akzeptiert, die sonst eigentlich an diesem Punkt eine andere Haltung hat. Verstand ich das richtig? Ja, Sie müssen doch sehen, wer hat heute in dieser Gesellschaft, wer sind die Benachteiligten? Alle Studien, die man hat, zeigen, dass es nicht die Rentnergeneration sind, es sind die jungen Familien und die Alleinerziehenden, und die haben das ein Leben lang zu tragen, letztendlich, die Sünden, die wir jetzt mit der Pensionskasse begönnen. Und es kann doch nicht sein, und ich glaube, das ist auch nicht der Wille der Rentner, dass sie auf Kosten von jungen Familien ihre Rente weiter auf dem Niveau haben, wo wir uns nicht mehr leisten können. Die VBAD hat gesagt, kommt für uns eigentlich alles nicht in Frage, der Staat soll hier einmal mehr zahlen. Was halten Sie von dem Vorgehen, dass man das einfach mal so absolut kommuniziert? Ja, also der VPOD ist eine Interessensvertretung. Wenn ich jetzt schaue, in Basel tönt es etwa von beiden Seiten gleich laut aus dem Wald raus. Also der Vorschlag kann nicht so schlecht sein, der hier aus der Pensionskasse kommt. Ist wahrscheinlich das, was praktikabel ist im speziellen Basler Umfeld. Was heisst länger... im speziellen Basler Umfeld? Ja, es ist ein Stadtkanton mit einem grossen Anteil an Staatsangestellten. Zu viel? Das möchte ich jetzt nicht beurteilen aus meiner landschaftlichen Sicht. Wieso? Ich meine, ist das ein Vorteil vom Kanton Basel-Land, dass ihr weniger Staatsangestellte verhältnismäßig habt? Es ist sicher ein Vorteil von der Pensionskasse Basel-Land, dass wir mehr Beitragszahler haben als Rentner. Und darum ist, kann man das Problem in Basel-Land sicher mit einer grösseren Gelassenheit angehen. Aber langfristig, wie der Herr Hagemann richtig gesagt hat, haben wir das Problem in allen Pensionskassen. Dann wird das Prozent über 19 Jahre eigentlich keine politische Zukunft haben, wenn ich das jetzt richtig verstand. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Man muss ja jetzt irgendwie durch den Ansatz finden, was man nicht machen darf. Und der Herr Hagemann hat darauf hingewiesen, es ist keine Sanierung. Die Kasse ist nicht saniert. Wenn man zweimal innerhalb von kurzer Zeit muss über 1 Milliarde rein tun, das erste Mal ist übrigens noch interessant, wenn ein bürgerlicher Finanzdirektor war, hat man den Entlass gefordert von und eine parlamentarische Untersuchungskommission rein tun, und jetzt winkt man es durch. Das ist ein bisschen der Unterschied, aber das gehört halt zur Politik. Aber die Kasse ist nicht saniert, und wir müssen uns Gedanken machen, ob wir mit der Art viel staatlichen Mittel, Arbeitgeberbeiträge, die Kasse weiterhin können finanzieren können. Die Bevölkerung geht zurück im Kanton. Man wird auch nicht jedes Mal können, in den nächsten Jahren, wo kommen, auf Steuergelder Rückgriff nehmen. Wir haben noch ein paar andere Aufgaben, die wir machen. Also die Sanierung, die muss erfolgen in nächster Zeit. Aber wenn Sie sagen, die Sanierung ist eigentlich nicht erfolgt, dann denke ich mir, sagt der Bürger, das war in dem Fall eine Mogelpackung, was man mir hier in den letzten Jahren vorgesetzt hat. Es war das politisch Machbare in diesen Verhältnissen. Man muss dazu sagen, dass die Lösung von diesem Problem der Gesetzgeber auf eidgenössischer Ebene muss bewerkstelligen und nicht der Kanton und auch nicht die Privatwirtschaft für sich machen. Das muss der Gesetzgeber machen, und das ist eben unpopulär, und das schiebt man lieber ein bisschen weg dort in Bern. Und das Problem stellt sich weiter, und wir erleben das jetzt, wenn man halt einen garantierten Anlageerfolg an der Börse von 4% muss haben, das ist schon in einem guten Jahr viel. Und jetzt haben wir ein Katastrophenjahr hinter uns. Also entsprechend drängend wird das. Die Rentner sagen, wir haben auf das System gebaut, man hat uns das garantiert, wir beharren darauf, dass man unsere Rente nicht kürzt. Was antworten Sie so jemandem? Dass sich die Grundvoraussetzungen fundamental geändert haben und dass es in ihrem Interesse ist, dass die Jungen nach wie vor für die ältere Generation einstehen und dass es für da vor allem einen Beitrag braucht. Aber die Rentner sagen, gerade bei der Pensionskasse sind das ja Gelder, die wir ja selber eingezahlt haben. Ich denke, es wird doch jeder Rentner auch eingesehen und wollen, dass das ist nicht ein Einbahnstrasse, der Generationenvertrag. Also ich denke, auch sehr viele Rentner sind sehr bereit, über Solidarität mit der jüngeren Generation, gerade mit jüngeren Familien, zu reden. Glauben Sie auch, dass die Rentner bereit sind, über das zu diskutieren? Ja.
Ich glaube auch, dass sie bereit sind, weil sie ja sehen, wie die Situation ist und vor allem, wir müssen Lösungen haben. Und ich sehe nicht, wie es jetzt anders möglich wäre, als dass man auch über die Leistungen von einer Pensionskasse diskutiert. Denn wir haben jetzt gesehen, dass man sich auch auf die Börse nicht verlassen kann, wie das Arbeitgeber und Gewerkschaften haben wollen. Es muss auch immer sagen, die Gewerkschaften, die jetzt so schrille Töne anschliessen, ich weiss noch, was sie verlangt haben in den 90er Jahren, dass man den AHV-Fonds auch ein bisschen mehr spekulativ würde verwalten und nicht so konservativ. Also von dort her sind wir alle gleich betroffen. Dann ist ja eigentlich das ganze System neu mit Ohren zu fest erfolgs- und börsenlastig orientiert. Ja, vollumfänglich, das kann man so sagen. Und da wird mit Renditen gerechnet, die nicht realistisch sind über lange Zeit. Das muss man sehen. Weil Börsen sind gehalten, Pensionskassen sind gehalten, konservativ anzulegen. Und konservativ heisst wenig Rendite. Wer hat letztlich aus Ihrer Sicht zu verantworten, dass man dass das System jetzt so, sagen wir mal, zusammenbricht? Das bricht nicht zusammen. Es ist einfach nicht mehr finanzierbar. Man muss die Finanzierung dadurch neu gestalten, dass man halt Leistungen abnimmt, weil man nicht immer mehr von den Beitragszahlern verlangen kann. Und zu verantworten hat das eigentlich niemand, weil die Demografie ist ja nicht etwas, das irgendjemand individuell zu verantworten hat. Das ist ein allgemeines Faktum.